Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video geht es um das Eisenhower-Prinzip. Das ist ein Prinzip, das man dem Zeitmanagement und der Arbeitsorganisation zuordnen kann. Und zwar hat Eisenhower, gemeint ist der General Eisenhower, der die Landung in der Normandie befehligt hat, unterschieden in diesem Koordinatenkreuz hier die Apsisse, hier die Ordinate. Und an der Apsisse steht D wie Dringlichkeit und an der Ordinate steht W wie Wichtigkeit. Und zunächst einmal müssen wir verstehen, was der Unterschied ist. Dringlichkeit hat zu tun mit Zeit. Meistens drängen uns andere, das muss unbedingt heute noch raus und das ist eine Terminsache. Und Wichtigkeit hat zu tun mit unserem Ziel. Und nun hat Eisenhower skaliert in niedrig und hoch und bei der Wichtigkeit auch in niedrig und hoch. Und dementsprechend ergeben sich vier Felder. Wie verfährt man mit Dingen hoher Wichtigkeit und hoher Dringlichkeit? Die kriegen die Priorität A, das heißt, das macht man sofort und selbst. Wie verfährt man mit Dingen mit niedriger Wichtigkeit und niedriger Dringlichkeit? Die kriegen die Priorität P, das ist der Papierkorb, die machen wir gar nicht. Bisher keine großen Überraschungen, aber jetzt kommt das Entscheidende. Das Eisenhower-Prinzip sagt Wichtigkeit vor Dringlichkeit. Das heißt, hier hohe Wichtigkeit, aber niedrige Dringlichkeit kommt die Priorität B hin. Das werden wir terminieren. Hier werden wir Termine mit uns selber machen, weil es um unser Ziel geht, das wichtig ist, aber nicht dringend, vor allem weil niemand anders drängt. Und hier Dinge mit hoher Dringlichkeit, aber niedriger Wichtigkeit, die bekommen die Priorität C. Hier gilt terminieren. Terminieren und hier geht soweit möglich delegieren. Hier gilt sofort und selbst und hier gilt Ablage P, Papierkorb. Also in einem Satz, Wichtigkeit vor Dringlichkeit, das ist das Eisenhower-Prinzip. Ja, schauen Sie mal rein unter spaßleindenk.de oder unter spaßleindenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert.